schon gedacht, hey, wer war da, also das immer so schwierig? Er war ein Künstler. Und nicht nur ein Künstler, sogar ein Lebenskünstler. Und hat sein Leben genossen und schöne Frauen gehabt, Auto, Häuser und noch ein bisschen Geld dazu. Und das alles, was ja mehr oder weniger braucht dazu. Wer war Jean Tinguely? Ein verrückter Hund. 1953 Maschinen zu bauen, die einfach überhaupt nicht produzieren. Wir sind hier 8 Jahre nach dem Krieg im Grossen. Maschinen haben Prosperität vorwärts zu bringen für die Menschheit und so weiter. Und er macht aus Abfall, auch aus dem Prinzip, weil er halt kein Geld hat, macht er quasi aus Abfallprodukt Maschinen, die er Kunst nennt. Oder? Und das ist der Hammer. Die Geschichte, wie ich sie kenne, was mir erzählt worden ist, ich war auch nicht dabei, ist, dass der Peter Bär, der Jean Tinguely, offensichtlich auf einem Flughafen in Zürich kennengelernt hat, wo, wie man so sagt, der Jean noch nicht in bester Form war. Und die Flughafenpolizei wohl den Herr Bär angesprochen hat, ob er den Herr nicht mitnehmen möchte. Weil der Herr Bär ja eigener Pilot war und ein Flugzeug hatte. Und offensichtlich ist da die Männerfreundschaft so entstanden. Offensichtlich war es so, dass Herr Peter Bär den Auftrag gekriegt hat, eine Cafeteria oder einen Kaffee für die Angestellten oder auch für die Öffentlichkeit zu evaluieren. Und ist offensichtlich dann zurückgekommen auf den Jean Tinguely. Und der hat das wahrscheinlich mit Handkuss gemacht, aber im chaotischen Stil, wie er war. In der Cafeteria in Münz haben wir dort Lampen gemacht, direkt für das Kaffee. Wir sind gerufen worden, hier die Lampe vom Café Münz und der Bank Julius Bär in Altstädte ins Atelierbar in der Nähe vom Paradeplatz zu bringen und dort wieder aufzuhängen und möglichst cool zu präsentieren. Vergleichst du jedes Mal, wenn man den Teppich mal ein bisschen lüpft und ein bisschen schüttelt, fällt wieder Staub ab und dann hat es wieder Leute, wo man vielleicht, wo sehr viel jünger sind, wo man mit dem vielleicht wieder kann anführen oder ein bisschen befruchten, die sich eventuell mit dem beschäftigen. Es gibt natürlich viele Leute, die den Tag nicht können und keine Ahnung haben, was er ist. Und es könnte ja sein, dass er durch das angesprochen wird und sagt, du, ich gehe mal ins Tinguely-Museum auf Basel schauen. Tinguely ist eine gute Einstiegsdroge in Kunst, also, weil es überall irgendwas dran hat für jeden. Egal, wo man hinkommt, in welchem Kulturkreis man hinkommt mit Tinguely, es erweckt immer Erstaunen und es erweckt immer auch in den reichsten und gebildetsten Leuten ein Kind, irgendwo auch. Was ich mir zugeben, da muss man lachen. Es ist so Nonsens eigentlich, aber trotzdem super gut.